In meinem zweiten Video zum Thema Herstellung von Plastikpulver möchte ich euch ein wenig mehr zur Physik hinter den ablaufenden Prozessen vermitteln, um euch davon abzuhalten, rosafarbenen Einhörnern nachzujagen. In Kommentaren zum vorangegangenen Video wurden verschiedene Typen von Mühlen zum Zerkleinern der PLA-Pellets vorgeschlagen. Häufig genannt wurden Kaffee- oder Getreidemühlen und Kugel- oder Hammermühlen. Werfen wir also in einem ersten Experiment einen Blick auf die doch stark unterschiedlichen Eigenschaften dieser Materialien. Um Stoffe zu zerkleinern, wird Energie benötigt, dabei muss umso mehr Energie eingesetzt werden, je kleiner die Korngröße des Endprodukts ausfallen soll. Wie hoch der Energieeinsatz bei Kunststoffen ist, dazu sind nur wenig Zahlenwerte zu finden. Wer gesicherte Werte kennt, darf diese gerne verkünden, am besten mit Quellenangabe. Ich verwende simple Experimente, um die einzusetzende Energie zumindest abschätzen zu können. Versuchsaufbau Nummer 1 wandelt potenzielle in kinetische Energie, um diese dann zum Zertrümmern der Materialien einzusetzen. An seinem Stiel mit einem Scharnier befestigter Hammer fällt aus vorgegebener Höhe auf die Materialprobe. Versuchsobjekt Nummer 1 ist ein Getreidekorn mit den Abmessungen von etwa 6 x 4 x 3 mm. Eine Fallhöhe von nur 2 cm reicht vollkommen, um das Korn zu zertrümmern. Objekt Nummer 2 ist eine Kaffeebohne mit den Abmessungen 10 x 7 x 5 mm. Auch hier genügt eine Fallhöhe von weniger als 2 cm, um die Bohne zu zertrümmern. Selbst mehrfaches Fallenlassen aus nur einem Zentimeter Höhe zertrümmert die Kaffeebohne mühelos. Es folgt ein PLA-Pellet mit einem Durchmesser von etwa 4 bis 5 mm. Eine Fallhöhe von 2 cm hinterlässt auf dem Pellet keine erkennbaren Spuren. Auch mehrfaches Fallenlassen aus 3 cm Höhe bewirkt kein Absplittern von Material. Als letztes Material folgt ein Stück Glas mit den Abmessungen von etwa 10 x 10 x 2 mm. Weniger als 2 cm reichen vollkommen aus, um das Material zu zertrümmern. Wird der Hammer aus dieser Höhe mehrfach fallen gelassen, so entstehen immer kleinere Splitter. Mit Glas habe ich vor einigen Jahren gearbeitet und hier funktionieren die anfangs schon genannten Hammer- oder Kugelmühlen sehr gut. Die härteste Nuss in der Versuchsreihe ist also offensichtlich das Kunststoffgranulat bei Zimmertemperatur. PLA wird erst bei sehr tiefen Temperaturen brüchig, in den Mahlprozess muss bei Zimmertemperatur daher viel mehr Energie gesteckt werden, als es bei den anderen hier gezeigten Materialien der Fall ist. Kaffeemühlen sind für Kaffee und Getreidemühlen für Getreide und wer nach dem Anschauen dieses Videos immer noch glaubt, damit PLA-Pellets effektiv zerkleinern zu können, probiert's aus und schildert eure Ergebnisse. Der Hammer muss schon aus einer Höhe von etwa 10 cm fallen gelassen werden, um ein PLA-Pellet zu zertrümmern. Es wird also die 5- bis 10-fache Energiemenge benötigt, um PLA zu zerkleinern. Beim Mahlen treten andere Prozesse auf als beim Hämmern, also dem Zerquetschen des Kunststoffs mit hohen Druck- oder Scherkräften. Es folgen Experimente, um die beim Schleifen oder Mahlen benötigte Energie abschätzen zu können. Anstelle eines Mahlwerks kommen Trennwerkzeuge zum Einsatz. Version Nummer 1 ist eine Kreissäge. Mit dieser wird 6 mm starkes Polymethylmetacrylat, kurz PMMA oder Acrylglas geschnitten, allerdings gleich zwei Platten auf einmal, was eine Materialstärke von 12 mm ergibt und in gerade einmal 3 bis 4 Sekunden erledigt ist. PLA-Platten habe ich leider keine im Keller liegen. Die Schnittlänge beträgt 80 mm und die Schnittbreite etwa 2 mm. Die beim Schneiden umgesetzte elektrische Leistung beträgt zwischen 1000 und 1300 Watt.
Die Rechnung ergibt somit ein Volumen von 1920 Kubikmillimeter und einen Energiebedarf zwischen 0,8 und 1,4 Wattstunden für den Schnitt. Mit der Dichte 1,18 Gramm pro Kubikzentimeter von Acrylglas ergeben sich etwa 2,3 Gramm Kunststoffpulver. Pro Kilogramm beträgt der Energieverbrauch zwischen 347 und etwa 608 Wattstunden und es würde etwa eine halbe Stunde ins Land ziehen, bis 1 Kilogramm Kunststoff zerspannt wurde. Als Endprodukt erhalten wir recht grobe Späne, die für den Extruder ungeeignet erscheinen. Das nächste Werkzeug ist ein elektrischer Fliesenschneider mit diamantbeschichteter Trennscheibe. Geschnitten wird damit eine einzelne Platte aus 6 mm Acrylglas. Der Schnitt erfolgt über eine Länge von 500 mm. Wasserkühlung verhindert, dass der Kunststoff schmilzt. Für den Schnitt vergehen 85 Sekunden. Dabei wird eine elektrische Leistung von etwa 270 Watt umgesetzt. Die Schnittbreite beträgt etwa 2,5 mm. Die Rechnung ergibt somit ein Volumen von 7500 Kubikmillimeter, was nicht ganz 9 Gramm Kunststoffpulver entspricht und einen Energiebedarf von 6,4 Wattstunden für den Schnitt. Per Dreisatz erhalten wir einen Energieverbrauch von 711 Wattstunden pro Kilogramm und mit dem Fliesenschneider würden mehr als 2,5 Stunden benötigt, um 1 Kilogramm Plastikpulver zu gewinnen. Das Endprodukt ist zumindest ein sehr feines Pulver. Auch wenn die Versuche recht simpler Natur sind, so zeigen diese doch zwei Grundprobleme, die beim Mahlen von PLA-Pellets zu beachten sind. Es wird recht viel Energie benötigt, um den Kunststoff zu zersparen, und diese Energie ist umso höher, je kleiner die Korngröße des Endprodukts sein soll. Dieser Energieeinsatz ist beim Zerschneiden deutlich kleiner als beim Mahlen. Beim Zerschneiden fährt das Werkzeug längs einer Linie durch das Werkstück, das dabei nicht ausweichen kann. Der Mahlvorgang hingegen ist ein statistischer Prozess, bei dem das Mahlgut umherfliegt und mehrfach von dem Mahlwerkzeug bearbeitet wird, bis schließlich die gewünschte Endgröße erreicht ist. Bei jedem dieser Vorgänge wird das Partikel zunächst elastisch verformt, bis schließlich der gewünschte Materialabtrag erfolgt. Beim Zerschneiden erfolgt die elastische Verformung im Idealfall nur einmal, auf jeden Fall aber weniger oft. Weiterhin wird für das Rühren des Mahlguts ebenfalls Energie benötigt. Mit einem Energieeinsatz von etwa 300 Watt erhält man somit bestenfalls die 400 Gramm sehr feines Kunststoffpulver pro Stunde, wie beim Schneiden mit der diamantbesetzten Trennscheibe. Gibt man sich mit gröberem Pulver zufrieden, kann man einen entsprechend höheren Materialdurchsatz erreichen. Ich habe verschiedene Mahlwerke gebaut und getestet, um den Energiebedarf zu optimieren. Im ersten Video hatte ich die Pellets mit einem scharfkantigen Fräser bearbeitet und am Ende vorgeschlagen, die Dimensionen in Richtung einer breiteren Schneide abzuändern. Das führt in der Praxis aber nur zu einem bedingt höheren Materialdurchsatz, da letzten Endes immer nur das größte Partikel zwischen Stator und Klinge bearbeitet wird, diese also sehr breit zu machen, ist wenig sinnvoll. Da ich mit möglichst einfachen Mitteln arbeiten möchte, habe ich mit Rotoren aus Flachstahl experimentiert. Das funktioniert, es werden aber keine Wunder vollbracht. Zu sehen ist, dass die als Stator verwendeten Schrauben nicht ideal hart sind, was beim Zerhämmern des Granulats dazu führt, dass diese sich verbiegen. Also folgt da eine stabilere Version mit engeren Toleranzen zwischen Rotor und Stator. Das führt aber dazu, dass der Rotor klemmen bleibt, sobald allzu viel Granulat im Behälter ist.
Das Hammer-Experiment hatte ja gezeigt, wie viel Energie benötigt wird, um Pellets mit stumpfen Werkzeugen zu zerschlagen. Wird das Mahlgut nur langsam zugeführt, gelingt das Zerkleinern. Das Endprodukt war allerdings allzu stark magnetisch. Hatte ich schon erwähnt, dass PLA verdammt hart sein kann? In der Blechdose hat der Stator nachgeben können, auf Dauer aber ein paar seiner Zähne verloren. Dass Rotor oder Stator ein wenig nachgeben können, ist also offensichtlich nicht von Nachteil. Also dann gleich richtig. Hammermühlen besitzen einen Rotor mit drehbar befestigten Werkzeugen. Treffen diese auf ein Partikel, das am Stator angeklemmt ist, so wird die kinetische Energie dieses Hammers zum Zerkleinern von Material genutzt. Das System mit Hämmern aus Flacheisen funktioniert im Dauerbetrieb, allerdings mehr als Schleifer denn als Hammer, da die Energie des kleinen Flacheisens zu klein ausfällt, um Pellets zu zerhämmern. Der nächste Test verwendet ein horizontal angeordnetes Flacheisen mit angeschrägten und gezahnten Enden. Die Statorschrauben sind nicht wie im ersten Video als Spirale ausgeführt und die Lücke zwischen Klinge und Stator ist groß genug, dass ein Pellet locker dazwischen passt. Somit klemmt der Rotor nicht fest, es wird aber dennoch Material abgetragen, nicht nur zwischen Klinge und Partikel, sondern unter hohen Scherkräften auch zwischen zwei oder mehreren Partikeln. Mit mehr als nur einem Flacheisen erhöht sich der Materialdurchsatz. Die von der Oberfräse konsumierte Leistung beträgt dabei nicht ganz 200 Watt auf der niedrigsten Stufe. Dass mit dieser Leistung nicht mehrere Kilogramm pro Stunde zu Pulver zermahlen werden können, dürfte mittlerweile allen Menschen klar geworden sein, die ihre Lebenszeit nicht mit der Jagd nach rosafarbenen Einhörnern verbringen. Es rieselt zumindest genügend sehr feines Plastikpulver in den Auffangbeutel, um damit die Experimente mit meinem Direktgranulatextruder fortsetzen zu können. Zum Thema Mahlwerke lassen sich noch so einige Kapitel hinzufügen. Sobald feststeht, wie fein das Pulver sein sollte bzw. wie grob dieses sein darf, um gute Drucke anfertigen zu können, werde ich an dem Mahlwerk weiterarbeiten und dieses für kontinuierliche Pulverproduktion modifizieren sowie weitere Rotor-Stator-Kombinationen testen. Habe ich schon gesagt, dass die Hitzeentwicklung ein großes Problem ist? Das Mahlwerk ist im Prinzip auch ein Radiallüfter mit dem Einlass an der Rotationsachse und dem Auslass am Sieb. Mit einem feinen Filter lässt sich die Hitze somit gut aus dem Innern abführen oder man schließt den Luftkreislauf kurz und installiert einen Zwischenkühler. Auch dieses Video wurde durch eine anonyme Einzelspende ermöglicht. Vielen Dank dafür! Wer meine Projekte ebenfalls mit einem Obolus fördern möchte, kann gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken, um mir den Gegenwert für eine oder mehrere Dosen Erdnüsse zukommen zu lassen. Auf meinen Seiten gibt's außerdem weitere Infos zu dem Mahlwerk inklusive Rechenbeispielen zur benötigten Energie. Klickt mal rein! In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!